Guten Abend, Frauen und Eisprung. Wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Women in X, we don't want to die in hospital. Die femme deserve on ne veut pas mourir à l'hôpital. Ich werde von einem angeblichen Rechtsanwalt aus Solingen-Grefrath verklagt. Daher beschäftige ich mich mit den Themen Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung. Ich bin beim Thema Vorsorgevollmacht im Vorsorgehandbuch der Verbraucherzentrale NRW. In der letzten Folge habe ich mich über die Scheiße, die hier teilweise drin steht, ziemlich aufgeregt. An der Stelle lohnt sich eine kompetente Rechtsberatung, wie man sie nicht bei diesem angeblichen Rechtsanwalt in Solingen-Grefrath bekommt. Man muss woanders hingehen. Ich gucke mir das mal weiter an. Ansonsten, liebe Jungen und Mädchen aus Grefrath, lasst die Finger von Vorsorgevollmachten. So, ich bin auf Seite 33 unten angekommen. Die formalen Anforderungen an eine Vorsorgevollmacht. Das ist etwas länger. Ich gucke mal gerade. So, es gibt da auch den Beschluss 1904 BGB und 1906 BGB. Ich gucke mal gerade nach, was davon habe ich auch schon vorgelesen. 1904 habe ich schon vorgelesen und 1906 habe ich auch schon vorgelesen. 1906a nicht ganz, aber den ersten Absatz, ja. Es geht da auch nicht um 1906a, sondern um 1906, ja. Da muss ich nichts vorlesen. Das Ganze geht bis Seite 35 oben. Es gibt ein Gut zu wissen und das Ganze gliedert sich noch in Beglaubigung und Beurkundung und Vordrucke und Muster. So. Es gibt einen Schluck Bockbier mit Wasser und Eis und dann geht's los. Ein Tut bildet sich Kondens. Naja, die formalen Anforderungen an eine Vorsorgevollmacht. Wer eine gültige Vollmacht aufsetzen will, muss uneingeschränkt geschäftsfähig sein. Das heißt, er muss mindestens 18 Jahre alt und in der Lage sein, seine Entscheidungen von vernünftigen Erwägungen abhängig zu machen. Die Vorsorgevollmacht muss schriftlich, aber nicht unbedingt handschriftlich vorliegen. Wichtig ist vor allem, dass sie gut lesbar und verständlich ist. Der oder die Bevollmächtigte muss mit vollem Namen, Geburtsdatum und möglichst mit aktueller Adresse und Telefonnummer benannt werden. Ich schreibe auch noch gerne meinen Geburtsort damit rein. Der Vollmachtgeber, also in keine Vollmacht, ich will sowas nicht, sondern in entsprechende Dokumente. Der Vollmachtgeber muss die Vollmacht unter Angabe von Ort und Datum unterschreiben, um zu zeigen, dass der Bevollmächtigte sich seiner Aufgabe bewusst ist, kann auch er sie unterschreiben. Aha. Da steht kann. Ich unterstreiche das mal dick. Das heißt, er muss die gar nicht unterschreiben. Interessant zu wissen.
Ist die Vollmacht bereits einige Jahre alt oder haben sich die Lebensumstände wesentlich verändert, sollten Sie die Inhalte überprüfen. Anders als bei der Patientenverfügung ist es jedoch nicht notwendig, die Vollmacht routinemäßig durch eine erneute Unterschrift zu bestätigen. Aha. Patientenverfügung, wenn man sie überprüft, muss man also jedes Mal neu unterschreiben. Steht, glaube ich, auch so im Gesetz. Weiß ich nicht mehr auswendig. Ich glaube, ich habe es sogar vorgelesen. Nur wenn Änderungsbedarf besteht, sollten Sie entsprechende Regelungen einfügen und erneut unterzeichnen. Falls Sie eine neue Vollmacht verfassen, ist es wichtig, im gleichen Schritt die alte zu widerrufen. Aha, weil man mehrere Vollmachten wahrscheinlich gleichzeitig aussetzen darf. Beglaubigung und Beurkundung. Da gibt es ein Gut zu wissen, das kann ich direkt vorher vorlesen. Eine Beglaubigung bestätigt lediglich die Richtigkeit der Unterschrift. Bei einer notariellen Beurkundung muss der Notar sicherstellen, dass alle Beteiligten die Inhalte der Verfügung verstanden haben und der Vollmachtgeber geschäftsfähig ist. So, ich mache eine kurze Pause. Beglaubigung und Beurkundung. Häufig ist zu hören, dass eine Vorsorgevollmacht vom Notar beglaubigt oder beurkundet werden muss. Dies ist jedoch nur in bestimmten Fällen zwingend notwendig. Meistens dient der Gang zum Notar lediglich dazu, die Ernsthaftigkeit der Absichten der Vorsorgevollmacht zu unterstreichen und nachzuweisen, dass der Unterzeichner sich seiner Entscheidung bewusst war. Das unterstreiche ich mal gerade. Meistens dient der Gang zum Notar lediglich dazu, die Ernsthaftigkeit der Absichten in der Vorsorgevollmacht zu unterstreichen und nachzuweisen, dass der Unterzeichner sich seiner Entscheidung bewusst war. So. Die Unterschrift eines unbeteiligten Dritten, am besten einer Vertrauensperson wie der Hausärztin oder dem Gemeindepfarrer, kann den gleichen Zweck erfüllen. So. Die Bestätigung der Geschäftsfähigkeit ist nicht zwingend notwendig, damit eine Vollmacht gilt. Wurde sie jedoch erst spät, im höheren Alter oder bei fortgeschrittener Krankheit verfasst, kommt es immer wieder vor, dass die Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers angezweifelt wird. Dies gilt insbesondere dann, wenn es um die Verwaltung größerer Geldsummen oder Vermögen geht oder wenn der Bevollmächtigte eines von mehreren Familienmitgliedern ist. So, nochmal. Wurde sie jedoch erst spät, also die Vollmacht im höheren Alter oder bei fortgeschrittener Krankheit verfasst, kommt es immer wieder vor, dass die Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers angezweifelt wird.
Dies gilt insbesondere dann, wenn es um die Verwaltung größerer Geldsummen oder Vermögen geht oder wenn der Bevollmächtigte eines von mehreren Familienmitgliedern ist. In solchen Fällen empfiehlt sich eine Bestätigung durch Dritte, um späteren Zweifel oder Streitigkeiten vorzubeugen. Ich unterstreiche mir Geschäftsfähigkeit des Vollmachtgebers angezweifelt wird. Und in solchen Fällen empfiehlt, wie gesagt, es muss nicht ein Notar sein. Und wie Ärzte Geschäftsfähigkeit beurteilen sollen in Deutschland, ist mir sowieso nicht klar. Die wissen nicht mehr, was das ist. Wer seine Vollmacht von einer öffentlichen Stelle beglaubigen lassen möchte, kann sich sofort an die örtliche Betreuungsbehörde wenden. Sofern per Landesrecht nichts anders geregelt ist, wird dafür lediglich eine Gebühr von 10 Euro fällig. Es gibt einige wenige Geschäfte, die der Bevollmächtigte nur tätigen kann, wenn die Vollmacht notariell beurkundet ist. Dazu gehören vor allem Grundstücks- und Immobiliengeschäfte. Das ist bei Grundstücks- und Immobiliengeschäften in Deutschland immer so. Fehlt die notarielle Beurkundung, wird das Gericht für solche Geschäfte bei Bedarf einen gesetzlichen Betreuer bestellen. Verstehe ich gerade nicht. Wenn die notarielle Beurkundung fehlt, dann ist das Geschäft nichtig. Ich bin zu doof für den Text hier. Verstehe ich wirklich nicht. Ich weiß nicht. Ich bin zu doof für dieses Handbuch. Ich mache da mal ein Fragezeichen, nachdem ich das unterstrichen habe. Vordrucke und Muster. Wer die Vollmacht nicht selbst formulieren möchte, kann vorgefertigte Mustervordrucke verwenden. Wir stellen Ihnen auf den Seiten 25 und folgende Formulare zur Verfügung. Im Gegensatz zur Patientenverfügung wird bei der Vorsorgevollmacht auch eine Mustervorlage sicher anerkannt, sofern sie die gesetzlichen Bestimmungen erfüllt. Allerdings gilt auch hier, dass Mustervordrucke wenig Spielraum für individuelle Festlegungen lassen. Um die Einrichtung einer, ganz wichtig, man kann die verwenden, man muss die nicht verwenden, man kann auch selber was schreiben und in die Gesetze gucken. Habe ich auch von vielen Rechtsanwälten schon anders gehört, so, oder angeblichen Rechtsanwälten. An der Stelle sind das für mich auch nur noch angebliche Rechtsanwälte. Ich sag nichts mehr.
Oder ich sage doch was. Ich lese das hier weiter vor. Liebe Jungen und Mädchen aus Höschheit, lasst die Finger von so einer Scheiße. Schon allein für den ganzen Müll, der hier geschrieben wurde. Ich krieg wirklich nur noch das Kotzen. Um die Einrichtung einer Betreuung für bestimmte Maßnahmen der medizinischen Behandlung, Beschluss 1904, Bürgerliches Gesetzbuch und freiheitsentziehenden Maßnahmen, Beschluss 1906, BGB zu vermeiden, müssen Sie diese Bereiche explizit in die Vollmacht aufnehmen. Also in die Vollmacht, nicht in die Vereinbarung im Innenverhältnis. Die meisten Vordrucke und Muster enthalten hierfür die notwendigen Formulierungen, unsere auch. Daran können Sie sich orientieren, falls Sie die Vorsorgevollmacht in eigenen Worten verfassen möchten. Ich vermute, das wird dadurch zur Vorsorgevollmacht, wenn das da mit drin steht. Ansonsten ist es einfach nur eine Vollmacht. Eine sinnvolle Alternative zu reinen Ankreuzformularen sind Formulare, die Platz lassen, individuelle Wünsche zu integrieren. Das ist hierbei der Fall. Ich kann es mal zeigen. Da gibt es immer so Linien, wo was frei ist. Da kann man selber noch was reinschreiben. Und das Ganze ist perforiert. Hier sieht man das deutlich. Das Ganze ist perforiert. Wenn man will, kann man das auch rausreißen. Ich kann es auch mal gerade zeigen. Nee, kann ich nicht. So einfach ist das gar nicht. Mache ich vielleicht später. So, nächstes Kapitel ist Aufbewahrung und Hinterlegung.